extremer Armut und Hunger betroffen. In Afrika, südlich der Sahara, lebt fast ein Viertel der Bevölkerung am Rand des Existenzminimums. Und das trotz staatlicher Entwicklungshilfe durch die Industrieländer. Um die Armut der Menschen zu bekämpfen, setzt man inzwischen zunehmend auf die Privatwirtschaft. Die Verantwortlichkeit hat sich vom öffentlichen Bereich zu den Unternehmen und zum Markt verschoben. Die Unternehmen sind die neuen Heilsbringer der Entwicklung, was die Hungerbekämpfung angeht. So als ob wir nur pfeifen müssten und schon kommen sie und retten uns alle. Immer mehr große westliche Banken und Konzerne engagieren sich in der Entwicklungshilfe. Und das mit Unterstützung der Politik.